liebe Leute. Okay, ich sollte ihn vielleicht begrüßen dann. Egal, auf einem neuen Format mit Lukas, yeah. Nice. Wie ist dieser Kanal? Vielleicht seht ihr schon Longboard Tour. Wir stehen hier vor dem V-Markt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Auf jeden Fall sind wir schon mit unseren Longboards am Start. Wir fahren hier vom V-Markt aus bis nach Föhringen. Hui. Freue mich schon drauf. Ich glaube, Lukas auch. Ja. Ich würde mal sagen, fahren wir los, oder? Nice. Ihr könnt mich vielleicht nicht so gut sehen, aber immerhin. Man könnte hier echt geil ausatmen und wieder einatmen. Das war geil. Ja. Feuerwehrauto. Erster Straßenhalt. Nice. Und die. Warum? Bin ich angefahren. Wir laufen jetzt mal kurz rüber. Ihr hört schon, es ist hier mega krach. Aber ich denke, es wird später noch ein bisschen ruhiger. Ich würde auch gerne aufnehmen, aber meine Kamera spinnt. Echt? Ja. Spinnen. Hast du wirklich jetzt vollkommen ausprobiert? Ja, mein Bild funktioniert nicht mehr. Oh, kack. Ich glaube, heute wird ein wundervoller Tag, aber ich glaube, ihr seht die Rückfahrt nicht. Außer ich nehme sie auch auf. Ich versuche es, so gut wie möglich. Aber natürlich haben wir noch einen zweiten Kanal. Ja, und wir haben alle drei Kanäle. Einer hier seid ihr gerade drauf, hier bei Longboard Tour. Hui! Der andere heißt Nörschlacht oder Nörfkrieg, keine Ahnung. Nörschlacht, zwei. Ja. Und da habe ich halt noch Mafiano AD und er hat diesen, keine Ahnung wie er heißt, Kanal. Sag du mal den Kanal. Welchen? Dein Kanal, Hauptkanal. Ich habe keinen mehr. Ach so, stimmt, der hat gelöscht. Der kommt höchstwahrscheinlich noch. Ja! Jo! Voll scheiße hingefallen. Das Gleichgewicht verloren, aber scheiß drauf! Und denkt jetzt nicht, ich könnte mit Scheiß im Longboard fahren. Wir sehen uns dann, glaube ich, in der nächsten Stadt oder so. Oh, noch 3 Kilometer ungefähr. Okay. Sehr cool. 3 Kilometer fahren, ja! Die einzigsten Überlebenden auf der Welt. Und fahren einfach mit Longboard, ja! Das sind Menschen. Nice. Ich glaube, das sind die Zombies. Ja, das holt die Diamantschwerter raus. Seht ihr das nächste Ortsschild? Ortsschild? Ich sehe es. Da steht Bellenberg. Okay, wir sind gleich in Bellenberg. Ja! Nice. Okay, vielleicht in 10 Stunden. Siehst du, das ist den Kran da hinten, ne? Zuschauer werden ihn wahrscheinlich nicht sehen, wenn du ihn jetzt noch zeigst. Ja. Ja, da hinten ist Bellenberg. Meine Leute. Ich weiß nicht, ob ihr die Rückfahrtaufnahme seht, aber ich hoffe es für euch. Sehr, sehr, sehr. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dann habe ich Aufnahmepause. Ja.
so und sind erst bei einem Fahrrad wieder angekommen. Juhu. Lukas versucht immer noch unendlich mal seine Kamera auszuprobieren. Funktioniert nicht. Ich habe aber gerade ein Bild gesehen. Nice. Also, warte. Falls ihr denkt, nein, wir hatten keine Pause. Okay, Lukas sagt, ich soll weitermachen. Was meine ist Leute, ich hab Bild. Ja! Bild, ja. Als wenn sie die Rückfahrt noch sehen. Geilo. Ich sag nicht mehr Geilo. Geilo, Mann, du kommst mal. Schon eine Stadt weiter. Ist so wunderschön hier. Und jetzt zeigen wir euch, was Bellenbär. Feuerwehr. Das war's. Tschüss. Spaß. Hier ist diese komische Firma Vicona. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Eltern oder so habt oder Geschwister, die da arbeiten. Juhu! Oh, meine Füße. Meine nicht. Das ist so wundervoll hier. Voll die geile Luft. So. Und so. Und so weiter. Wir haben sogar einen neuen Plan, Leute. Ja, wir haben einen neuen Plan. Lukas, erzähl mal. Also, wir fahren jetzt bis auf der Runde, machen eine kleine Pause, trinken erstmal. Ja. Dann, ne, fahren wir zur Richtung Heimweh. Aber wir fahren nicht Heimweh. Wir fahren nach Au. Und dann über Au fahren wir nach Illertissen. Ja. Da haben wir uns das vorgenommen. Ja. Und wenn wir es nicht schaffen, dann fahren wir nach Hause. Ja. Wie 100-mal schon gesagt, diese Luft ist sau angenehm. Oh, Steine schon wieder. Ja. Oh, die Falle. Mann, 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 was habe ich mich noch auf drauf reingelassen? Naja. Hey, da kommen nur Tauben hin. Dann halt nur Tauben. Hui. Hier kann man nicht fahren. Ja. Natürlich. Ja, natürlich, obwohl ich ja immer noch laufen habe. Ja. Die merken es ja nicht. Ja. Ja. Wir fahren nach Föhringen. Sagen wir, sind bei Föhringen, fahren wieder zurück nach Au. Sagen wir so, wir sind jetzt zum Beispiel bei Au angekommen und dann kommen wir wieder. Au gibt es keinen Bahnhof. Stimmt. Echt nicht? Dann fahren wir wieder zurück zum Feldberg. Dann sagen wir, haben einen anderen Plan genommen. Ja. Ich sollte vielleicht auch für Kack lachen. Wunderschöner Platz zum Autoparken. Jo, Leute.
Leute, wir sind gleich aus Wellenberg raus. Dann gibt es eine kleine Pause, weil meine Füße fucken mich gerade so ab. Naja, dann sehen wir uns, wenn wir in Wellenberg draußen sind. Ups. Leute, wir sind aus Wellenberg raus. Jetzt gibt es eine kleine Pause. Und wir sehen uns gleich wieder. Zu spät. Oh. Mal gucken, was hast du dabei? Was ist Drogen? Auf jeden Fall am Broten habe ich einmal normales Brot, also zwei Stück normale Brote und so. Ich gehe nur schnell zu mir dann noch. Warum? Du hast Hunger? Ja. Meine Mutter hat die Frage gerade voll umsonst gemacht. Wieso? Weil die für uns beide sind. Ach so. Hab ich schon für dich mitgedacht. Ist ja nicht mehr so weit. Hm? Ist ja nicht mehr so weit. Noch 2 Kilometer. Wenn du es jetzt schon nicht bis nach Föhringen ohne Pause schaffst, dann musst du auch nicht nach Ulm schaffen, oder? Wirst du schaffen ohne Pause? Mhm. Aber Landstraße ist halt. Landstraße ist noch länger. Mhm. Eigentlich würde ich es ja auch packen, nach Föhringen ohne Pause. Aber manchmal sind auch die Steine, wo dann mein ganzes Longboard drückeln. Und diese Vibrationen gehen ja voll auf meine Schuhe. Die drücken dann richtig rein. Das fuckt mich voll ab, Alter. Darum habe ich jetzt eine Pause gebraucht. Was gab es bei dir zum Essen? Schnitzel mit Kartoffelpüree und Mischgemüse. Bei mir gab's Steak mit Pommes. Irgendwie gab's voll Bock in dieses geiles Brot reinzubeißen. Aber ich mach's erst in Föhringen. Muss ich gehen? Meine Mutter, meine Oma, richtig viel Gemischgemüse, Kartoffelpüree und 2 Schnitzel. Ich hätte das ganze Mischgemüse, ganz Kartoffelpüree, 1 Schnitzel und fast das ganze andere Schnitzel. Ich lasse meine Flasche in der Hand. Wollen wir weiterfahren? Ja, komm los. Sollen wir dann noch schnell zu mir gehen? Von mir aus. Wir fahren jetzt so. Okay. Wir sind schon gleich da. Geilo! Hast du doch nicht mal eine kurze Hose angezogen? Nee, das hat mich nicht ab. Oh Mann. Füßen jetzt schon viel, viel besser. Jetzt kommt das zwar hoffentlich so eine Straße, wo es mich nicht so heftig abfuckt. Oh, du bist vielleicht schon gewohnt. So, ich glaube, ich habe durchgehend die Pause aufgenommen. Scheiße, jetzt habt ihr uns erwischt. Auf jeden Fall, wir sind schon wieder beim Fahren. Meinen Füßen geht es wieder ein bisschen besser. Ich hoffe, in ungefähr 2 Kilometern sind wir in Föhringen. Fahren auch zum Lukas, seine Wohnung, keine Ahnung warum. Dann begeben wir uns auf den Rückweg. Und dann, wenn wir bei Lukas seiner Wohnung angekommen sind, muss ich leider Tschüss sagen. Von meiner Seite aus. Natürlich dann direkt danach muss er dann Hallo sagen und ich kann in Ruhe fahren. Doch, kann ich, ja. Naja, auf jeden Fall ist mein Zeitgewinn bald begrenzt. Wir sagen jetzt erstmal von so aus Tschüss. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich gleich wieder. Aber meine Zeit läuft bald ab und dann muss ich aufhören zu drehen. Ja. So Leute, wir sind jetzt wieder hier. Wir sind jetzt in Föhringen an einem Spielplatz. Nach langer Suche. Nach sehr langer Suche. Ich verabschiede mich ab hier und gebe dann gleich Lukas weiter. Tschüss! Bye bye.